Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Plants vs. Zombie 2. So, heute geht es in Level 10, nachdem wir das letzte Mal den Grabfresser bekommen haben. Okay, was nehmen wir uns damit? Oh ne, nicht die. Okay, auf alle Fälle die, das hier. Den Grabfresser und... Wir haben aber diesmal keine Fackeltypen dabei, das heißt, wir nehmen uns... die hier mit. Ich hoffe, das passt so einigermaßen. So, erstmal eine Sonnenblume. Ja, das dürfte eigentlich mit denen so passen. Sind besser als die Katapulte in dem Level, glaube ich jetzt mal. So, gleich mal das erste Grab hier wegfressen. Zack. Sonne nicht vergessen. Oh, die hätte ich jetzt beinahe übersehen, ne? Sobald man hier ein bisschen trödelt mit der Sonne, hat man nämlich hier ein ganz großes Problem. So, und das passt. So, der ist auch wieder fertig. Den Grabfresser darf man auch nicht vergessen. Pum! So, hier werde ich gleich mal so einen setzen. So, wo kommt der nächste Zombie? Da oben. Hallo hier. Und da kommt auch einer, für den reicht der. Grabfresser. Nein, das ist meine Sonne. Finger weg! Ich bräuchte ein paar mehr Sonnen. Da den hin, Grabfresser. Da den hin. Bräuchte einen Spezialdünger, ganz dringend. So, So, komm mal her. So. Okay, den brauche ich jetzt gerade nicht. Da, so, jetzt haben wir in jeder Reihe so einen. Das passt schon mal. Immer noch kein... Doch, da oben läuft ein Spezialdünger. So, und da seht ihr es, der wirft Knochen und spawnt neue Gräber. Das ist gar nicht cool. So, einmal hier oben. So, am besten hier noch was hinsetzen. Oh, ich vertipp mich heute die ganze Zeit. Mein Geld. Nee, der hier passt mir gar nicht. Wo hat mir der die Sonne geklaut? Und die Münze habe ich auch liegen gelassen. Na super. Oh ja, und es ruckelt schon wieder ein bisschen. Meine Sonne. So, ich brauche noch eine, ich brauche noch eine, ich brauche noch eine. Und zwar für hier oben, ganz dringend. So. Das musste jetzt sein. Das musste sein. So, hier oben brauchen wir noch einen. Und ich bräuchte noch eine Nuss. Na komm schon. Ach Gott, dass ich da jedes Mal wieder drauf klicke. So, und... Oh, die war eins zu weit vorne gesetzt. Naja, sollte auch kein Problem sein. Wo ist denn jetzt meine Maus schon wieder? Also ab und zu sieht man die Maus hier echt nicht, ne? So. Das war, glaube ich, ein bisschen zu früh. Ganz klein wenig. So, schwimmen wir ein bisschen vor. Gucken wir mal, ob wir das aushalten oder nicht. Oder ob sie durchbrechen oder nicht. Oder wer weiß das schon. Im Moment sieht es noch einigermaßen gut aus. Ja. Ja, vielleicht. Nein.
glaube, da kommt was durch. Lass die Finger von meiner Sonne. Der hier muss sterben. Der oben in der zweiten Reihe. Und das hier gefällt mir auch noch nicht. So, schon mal die auswählen. Nein, stopp. Ach, eigentlich könnten wir hier durchlaufen lassen. Das dauert nämlich noch ein bisschen. So. Da hätten wir dann auch dieses Level geschafft. Zack, zack. Ein bisschen Kohle für uns. Besser als ein Sack voller Wichte, ein Sack voller Münzen. Was eine Weisheit. So, wir haben ein neues Blümchen. Einmal gießen, ne? Ah. Sumsebrumm, du könntest mal... Ach, machen wir hier die lange. Ist kein Problem. So, dann einmal hier zurück. So, ach komm, wir probieren Level 11 auch noch. Ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt hier so lange weiter, bis ich wirklich nicht mehr weiterkomme. Dieses Level ist eine feste Koordinate in der Raumzeit. Hier musst du mit diesen Pflanzen gewinnen. Sonst verzerrst du am Ende noch die Realität. Bloß nicht die Realität verzerren. Am Ende tust du dir noch weh. Überlebe den Zombie-Angriff mit den vorgegebenen Pflanzen. Oh, doppelte Sonnen. So, mal hier kurz warten. So, eine Sonne bitte noch. Dann kann ich gleich eine doppelte Pflanze. So, zack. Du kriegst unsere Ninja-Mine. So, setzen wir hier gleich mal ein bisschen Verteidigung. Komm, Sonnen! So, das ist nämlich jetzt schon, wie wenn ich 4 hätte. Das passt schon. Pam! So, du kriegst auch nochmal eine. So, dann können wir auch schon wieder eine Nuss setzen. So, so langsam dürfen wir mal ein bisschen Verteidigung aufbauen, sonst sehe ich hier gleich schwarz. Ich habe noch nichts am Feld, ne? Noch gar nichts. So, eine noch, komm. Okay. So, dann werden wir anfangen, das Ding hier zu setzen. Hier haben wir ein bisschen Schutz. Kurze Zeit. Können wir aber auch gleich eine setzen. Oh, das mit den doppelten Sonnen ist so gut. Oha. Das könnte zum Problem werden. Ja, das müsste noch gehen. Ja, müsste noch gehen. So, zack. Mehr Sonnen. So, dann hier noch eine. Dann haben wir überall eine. Nein, stopp. Meins, nicht die. So, das am besten dahin setze. Hier. Hier vielleicht, bis ich meine Nuss kriege. So, jetzt aber. So, einmal hier unten, damit hier die Kamelflasch-Zombies getötet werden. So, überall zwei ist schon mal ein Anfang. Da können wir drauf aufbauen. Neue Pflanze, wenn ich meine Maus finden würde, wenn die nicht so klein wäre. So, einmal hier. Nummer 3. Komm, gib mir Sonnen. Jetzt wird es aber Zeit für oben. Da kommt wieder so ein Eimer-Kübel-Knüppel.
meine Sonnen. Ihr seid furchtbar. Wie so eine diebische Elster. Das wäre was, wenn die auch noch quasi meinen Spezialdünger hier klauen würden, ne? Da sind wir. So, zack. Normalerweise müsste das jetzt eigentlich reichen. Normalerweise. Und den nehme ich natürlich gerne mit. Dass wir uns relativ zügig irgendwann den Zen-Garten ausbauen können. Okay, ich warte mal noch. Der hat meine Nuss weggeknuspert. Oh, es ruckelt ein bisschen so. Zack. Dann warten wir noch ein bisschen mit der nächsten. Am besten vielleicht... Hier. Boah, der Sonnen von mir geklaut. Man möchte es kaum glauben. So, einen Spezialdünger haben wir noch. Sollte aber alles passen. Yep. Da haben wir das Level geschafft. Neue Verkleidung. Neues Kostüm. Nee, wir haben den Powerwurf. Okay. So, einmal in den Zen-Garten. So, Sumsebrumm werden wir jetzt einmal doch die hier gießen. Minus 3 Minuten, das lohnt eigentlich fast gar nicht. So, dann würde ich sagen, wir hängen jetzt noch ein Level dran. Dann ist für heute auch schon wieder Feierabend. Zack. Standardmäßig das hier. Und die hier. Ja. Ja. Genau. So machen wir das. Meine Blümchen. Ich hätte gern wieder meine doppelten Sonnenblumen. Die waren nett. So, zack. Oh. Hast du Schmerzen, mein kleiner Zombie? Geht es dir nicht gut? Dann macht's gleich Puff! So, dann werden wir hier oben schon mal anfangen. Schlimm wird's ja erst wieder, wenn diese scheiß Zombies kommen. Die hier... Ach du Scheiße, genau falsch gesetzt das Zeug. So, dann werden wir uns erstmal um den kümmern. Nein. Stopp. So, dann um den. So, jetzt bräuchte ich bitte eine Sonne, um den nächsten Dings hier zu setzen. So. Muss hier oben hin. Meine Sonne. Kusch dich. Geh weg. So, noch eine. Komm schon. Nein, es ist meine. So, hier. Friss meine Bumeränge. Glaubt man's denn? Und der knuspert da oben immer noch rum. Na klar, vor lauter Grabstein wegmachen, na, habe ich jetzt die Sonne nicht bekommen. Boah, die sind so eklig. Die sind so eklig. So. So, den können wir auch noch wegmachen. Das müsste eigentlich passen. Ich bräuchte mal bitte den Spezialdinger von dir. So, zack.
Da ist noch eine Münze. Oh, der knuspert mir gleich das Ding weg. Nicht schön. Genauso wie die hier. Könnte noch zum ernsten Problem werden. Geht's denn jetzt wirklich schon los, dass ich hier was anderes brauche? So, ich packe hier mal einen dritten hin. Oh, die sind hier durch. Nein, stopp, geh weg. Boah, und das ist noch nicht mal Ende, ne? Oh, da sind sie gleich durch. Das ist so heftig, das ist so heftig. Da sollten sie wirklich an einer Stelle durchkommen, da habe ich ein ernstes Problem. Ich habe auch gerade keinen Spezialdünger da. Da ist ein Spezialdünger. Boah, ich muss unbedingt hier unten meinen zweiten hinsetzen, da habe ich ja noch gar keinen. Zack. Da oben haue ich dann einmal meine Spezialdünger-Power raus. Aber erst wenn die große Wave da ist. Ja, Slow Motion. So, hier. Oh, nö. Hör auf zu knuspern. Knusper an der Nuss. Also sollten jetzt wirklich alle Stricke reißen, ne? Und ich, und die kommen jetzt durch. Habe ich da auch kein Problem mit. Oh, ein Diamant. Den habe ich genau gehört. Dann ist es eben so, ne? Ab und zu in manchen Level kann man da echt nichts machen. Da fehlen einem halt echt. Ich glaube, ich werde jetzt dann wirklich in die nächste Welt gehen. So, hier frisst das. Aber doch noch erfolgreich abgewehrt. So. Geschafft. Oh, da haben wir was Schönes bekommen. Okay, Tetraeder sind zwar Pyramiden, aber diese ist kein platonischer Körper. Aha. Ich bin so hungrig, ich könnte einen platonischen Körper verdrücken. Also Dave, bist du ein Zombie? Benutze Dave. Das ist auch kein Tacosalat. So, einmal in den Zen-Garden, bevor ich hier Schluss mache. So, Sumsebrumm. Zack, na komm. Neue Pflanze. Oh, nice. Ja, du legst dich jetzt erstmal wieder pennen, Sumsebrumm. So, dann würde ich sagen, ich werde hier eine kurze Aufnahmepause machen. Ich hoffe natürlich, wie immer, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Plants vs. Zombies 2. Thank you.